dann fahren wir rechts lang weg. Weg, weg, weg. Abbruch. Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video bei NoFaceCam Factory. Freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, wir werden heute ein wenig durch die Gegend fahren und werden mal gucken, ob wir ein paar Spots finden, um unser neu erworbenes Kfz auszutesten. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Wir werden mal gucken, was man so mit einem offenen Differential alles anstellen kann oder eben nicht anstellen kann. Ich bin sehr gespannt. Denn er ist sehr kurz übersetzt und das Diff ist nochmal sehr, sehr gut in Schuss, wie ich merke. Also es ist noch nicht so viel Spiel und das ist eigentlich immer eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass Fahrzeuge mit offenem Differential auch schon mal ganz gut quer gehen. Gerade die kurze Übersetzung natürlich. Ne? Macht Sinn. David ist natürlich auch mit am Start. Nein, nicht natürlich, aber David ist mit am Start. Und Sven, ja, wenn du aka Almelo, ist auch am Start. Ja, ich melde mich nicht. Ne? Ist okay, ist okay. Ist okay. Ja, Sven ist auch mit am Start. Sehr schön. Geht, geht. Wenn sich dein Steuergerät erstmal dran gewöhnt, dann geht das schon. Sven ist mit seinem Genesis unterwegs und wir werden gleich mal gucken, was noch so passiert. Also ich weiß nicht, wo wir hinwollen. Aber irgendwo, wo man driften kann. Auf abgesperrten Teststrecken. Was für ein Schloss? Nö, lass mal fallen. Das hab ich nie gesagt. Weißt du? Hässlich. Hallo, hallo. Ach ja, Entschuldigung, ich hab sie gar nicht erkannt, Mensch. Hab so viele Chinesen in meinem Freundeskreis, da muss ich mal aufpassen. Hallo. Oh, ich muss ein bisschen rausstecken. Super. Kontrollierbar, diese scheiß Open-Diff-Kacke, Alter. Was geht in Friedenberg? Bis kurz auf Friedenberg. Ja, was geht da? Schul die da ab. Junge. Planänderung. Ja, dann fahren wir da jetzt alle hin. Nein, bleibt hier. Ja, und dann? Treffen wir uns irgendwo. Lass doch deinen Kollegen gleich das hier. Das ist Schwachsinn. Ja, genau, sag ihm, wer soll da einsteigen. Sag du das dem doch. Ja, warte. Der sitzt doch neben dir. Und ist ja schon sexy, ne? Sexy auf jeden Fall. Aua. Give me the money. Hey, Lorenz. Give me the money. Schnell raus, komm zur Kasse. Hey, Devin. Hast du Schnitte abgeholt, ja? Okay. Guck mal, hässlich. Hallo. Okay, reicht. Reicht schon! Schön, 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 schön. Jawohl.
auf jeden Fall gut ausgerastet, Alter. Junge, nach der Tourbox mit so einer großen Gruppe. Ja, ne? Ja. Muss man wieder öfter machen bald. Bald Diff schweißen bei deinem und dann ist gut. Dann geht's schon. Dann geht's schon. Aber hier rein. War gut knapp, Alter. Du bist über Bordstein geknatscht. Ey, also ist nichts passiert. Ich kenn das. Ich bin halt genauso. Ich bin halt genau. Mit zwei Rädern, eins unten, eins oben, ne? Genau, genau. Ja, ist mir auch schon passiert an der Stelle. Das sah schon fast so aus, hättest du gleich die Schürze mit weggerissen, nee, Alter. Das ist alles selten gewesen. Ey, vor allem, das Ding ist halt, ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Bordstein kommt, Alter. Nee, da rechnest du nicht mit. Das ist genau das Problem. Das ist mir nämlich genauso auch beim ersten Mal passiert. Und hier, Dings, als wir durch dieses Dorf da gefahren sind und diese komischen Inseln da kamen, ne, das sah voll knapp aus hinten bei dir. Du bist auf einmal übelst so. Und so, weißt du? Ey, Junge. Das war schon wieder. Dafür, dass hier keiner Sperre fährt, ne? Außer dir? Aha. Aber ey, ich sag dir nur so, wie es ist. Ne? Das Auto mit der Automatik ist das schwerste Auto zum Driften, was ich bisher erfahren habe. Hast du die Auffahrt, die lange da hinten, hast du die komplett genommen? Also die letzte habe ich komplett genommen. Ja, und die davor? Ich hab leider. War das mit dem Bordstein? Nee, dann meine ich die davor. Die erste Auffahrt. Ich hab's nicht geschafft, weil ich nicht wusste, wie die ist, ne? Ja. Ich habe schon überlegt, vielleicht kann man die gleich nochmal zu dritt ballern. Und dann einen nach draußen stellen mit Kamera. Und ich halt mit GoPro, hab ja auch noch drin eine GoPro. Pack ich die GoPro so ein bisschen irgendwie hin? Jojo. Jo. Hallo. Ich war gerade am überlegen, Devin, ob wir gleich nochmal die zu dritt ballern. Hey, ich hab überlegt, ob wir gleich nochmal zu dritt schmeißen und ja, oder zu viert sogar und wir dann noch einen und wir dann noch einen rausschmeißen. Was? Mit Kamera. Irgendjemanden, der filmen kann mit Kamera. Junge, immer! Mach doch mal meine Tür auf, Land! Was ist das denn hier? Bevor jetzt die Frage nach dem Motor kommt, 325, ja meiner 320, wisst ihr ja. Der schwarze ist auch ein 325, aber den haben wir jetzt nicht so viel drauf gehabt, weil wir hauptsächlich hinter dem silbernen waren. Und der Rest weiß ich gar nicht so genau. Also Genesis halt, und den, glaube ich, größten Motor oder so. Der hat ja Sperrdiff, aber ansonsten hat hier noch keiner Sperrdiff aktuell. Was heißt noch nicht? Also bei mir noch nicht, die anderen glaube ich, haben es noch nicht so vor. Aber man muss auch dazu sagen, dass hier das silberne Kfz auch sehr, sehr gut quer geht ohne Sperrdiff. Also scheint das schon ganz gut im Griff zu haben, das Ding. Nicht schlecht, muss ich ehrlich zugeben. Aber nichts passiert in der Auffahrt. Aber ey, bitte informieren Sie mich nochmal, wenn wir die Auffahrt mit dem Bordstein hochfahren, weil dann muss ich acht geben. Ja, das hätte mich auch richtig, finden können. Das Ding ist, da ist halt so eine Auffahrt, da hast du quasi nur so eine Linie rechts am Straßenrand und dann wird das quasi in der Kurve mit so einem, geht es denn hoch und wird zu einem Bordstein quasi, da wo die Linie vorher war, total bescheuert. Und wenn du das halt nicht weißt, dann bist du dann teilweise mit einem oder sogar zwei Rädern, glaube ich, habe ich es damals sogar geschafft, vorne auf dem Bordstein drauf und hinten halt noch unten, total beknackt. Und dann denkst du dir erstmal so, Junge, was geht denn jetzt ab? Gut, wenn deine Karre jetzt nicht super slammt, es passiert nicht so viel, aber ist schon lustig auf jeden Fall, wenn nichts passiert. Gut! Hey. Konstellation. Ja, ist okay, wenn ich hier so dicht auffahre? Ja, ne? Ja, solange du mich reinfährst. Ja, versuche ich, ne? Was vor mir ist. Hey Sven! Kannst ruhig so dicht ran an mich, wie du dich traust. Mir ist das egal. Ja, alles hey. Gut. Sag nur, ne? Der zweite Gang ist so minimal zu kurz, ey. Scheiß Open Diff! Hast gesehen?
Ich hab abgebrochen. Ey, bei mir. Ja, ja. Ich hab auch einen Diff, ja, ja. Ja, ja. Sonst wäre ja kein Klemmer. Wollen wir noch einmal? So, ne? Alles klar, dann fahren wir rechts lang weg. Wenn die da stehen Leute an der Kreuzung. Ja, dann fahre ich da nicht mehr lang mit Kennzeichen. Die sagt denen, die sollen abhauen. Haben die genug Platz? Ja, ne? Nick hat noch zwei Plätze frei, ne? Ja. Ja, gut. Weg, weg, weg. Abbruch. Ey, der Dreher auf der Kreuzung. Ich hab ich leider nicht dabei gehabt, Alter. Ich hatte gerade die Dings aus. Da hat ein bisschen was, ne? Von der Form. Ey, ein bisschen sauer gewesen, so mal. Was kann man sehen, ne? Mit dir kann man so nicht essen gehen, Alter. Ford Motorsport. Ey, will ich stehen. Soll mal stehen. Ab morgen, ja. Läuft ab morgen. Ja, die laufen ab 24 Uhr nicht. Ab 6 Uhr. Ab 6 Uhr. Boah, tiefer gelegt am BMW. Boah, Junge. Geil, Alter. Ja, super. Oh. Originale und gefälschte. Meint ihr, man sieht den Unterschied? Na, ich glaube nicht, oder? Bist du was von Mandeo hier, Poli, ne? Also ich meine, wenn man mal so von vorne guckt, ne, hat der ein bisschen was von Mandeo. Nein, 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 das ist ein Hyundai. Hat schon ein bisschen was. Das auch, aber ein bisschen, ne? Alter, ich höre jetzt ein bisschen was vom C-Max, aber... Ja gut, dann haben wir. Oh oh oh. Guck, Digga, macht man einmal auf Kamera keiner wirklich. Scheiß klären. Den dicken machen. So, Freunde, also Ende vom Lied ist, dass der Genesis über den Bordstein gefahren ist mit der Vorderachse. Ist aber nichts passiert, also alles gut. Ansonsten, dass wir eine witzige Erfahrung gemacht haben oder halt nochmal eine Begegnung gemacht haben mit Leuten, die anscheinend telefoniert haben, die vielleicht oder auch nicht die Polizei rufen wollten, gerufen haben, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls sind wir dann da raus. Lieber safe machen an der Stelle, weil ja, muss ja nicht sein, ne? Dementsprechend sind wir dann da weg von dem Spot und ja, wie ihr gesehen habt, im Video noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt nicht ganz so viel dazu erzählt. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch. Ich denke, ihr werdet ja gesehen haben,
was passiert ist. Ne? Wir waren noch bei Mc's und so weiter und so fort. Und jetzt ist auch, denke ich, der Zeitpunkt erreicht, an dem wir dieses Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Endlich mal wieder das, warum wahrscheinlich viele von euch diesen Kanal abonniert haben werden. Wir fangen natürlich auch bald an mit dem Umbau von dem neuen 600-Euro Karren hier von dem Kombi, den wir da geholt haben. Wir sind jetzt gerade dabei, das GFK-Kit weiter umzubauen. Da kommt auch ein Video, allerdings werde ich das so ein bisschen verkürzt machen. Es sei denn, ihr wollt es irgendwie anders haben, dass ihr da wieder irgendwie jeden Teil haben wollt und wenn nichts funktioniert und alles. Ich habe halt überlegt, dass ich das erstmal fertig mache und dann zusehe, was ich an Material habe und das halt nebenbei so ein bisschen filme und dann halt einfach zusammenschneide. Müsst ihr mal sagen, was ihr da ganz gerne hättet, wie ihr euch das vorstellt, ob ihr da mehrere Teile zu haben wollt oder ob ihr sagt, ey, diese Schleiferei, ein Teil reicht, wenn du das dann fertig gemacht hast. Und dann können wir zu gucken, ob du dann die zweite Seite halt eben auch in einem Zeitraffer-Video komplett zusammenfasst oder es halt eben einfach sein lässt. Ne, weil dann geht es nämlich auch schon wieder weiter mit dem Touring, mit dem Grünen, mit dem Scheunenfund, mit Kotflügel ausschneiden und neue Innenradhäuser bauen mit einem Kollegen von mir, der selber auch sehr gut schweißen kann und so weiter und so fort. Da kommen die Verbreiterungen drauf, dann kommen die Felgen, die müssen wir auch noch ausmessen und bestellen, die Außenbetten. Und noch ein paar andere Sachen, könnt ihr euch ja vorstellen. Also auf jeden Fall wird hier einiges noch abgehen demnächst auf dem Kanal. Dranbleiben. Falls ihr das noch nicht abonniert habt hier, das Ganze, und die Glocke aktiviert habt, dann tut das auf jeden Fall. Dann bekommt auch immer eine Benachrichtigung, wenn die Videos kommen. Ansonsten, ne, liken, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf.